Hallöchen, liebe Zuschauer. Ich habe keinen Namen für euch. Deswegen, hallo, Zuschauer. Wir stehen jetzt gerade vor einem neuen Ort, mal wieder. Und es ist das Krankenhaus, wo Lysander jetzt irgendwo drin liegt. Und wir sind besorgt, würde ich mal sagen. Im Inneren des Krankenhauses ist es ganz still. Und komischerweise macht mich das nur noch nervöser. Ja, das klingt dann so ein bisschen nach Totenstille mäßig oder so. Ja, nicht so lebendig, ja. Nehmen wir den Fahrstuhl? Ich weiß nicht, ob wir einfach so hier herumlaufen dürfen. Wir sollten am besten am Empfang fragen. Sowieso, sonst wisst ihr doch gar nicht, wo er liegt. Warte mal. Lies Mutter? Aber die haben wir doch bestimmt schon mal gesehen, oder? Haben wir alle schon gesehen, ja? Viele Menschen wir schon gesehen haben. Wir sind an den Empfang herangetreten. Die Krankenschwester wirkt nicht besonders freundlich. Stimmt. Aber kann ja auch ein normaler Gesichtsausdruck für sie sein, ne? Entschuldigung. Entschuldigung. Guten Tag? Guten Tag. Könnten Sie uns bitte weiterhelfen? Wir suchen Herrn... 2 Minuten. Wie bitte? Ich bin gerade beschäftigt. Kommen Sie in 2 Minuten nochmal. Also, ich bitte Sie. Sie könnten doch etwas freundlicher sein. Wir sind schließlich nicht zum Vergnügen hier. Ist so, stell mal vor, jemand kommt hier, ne? Tränen überflutet an, also ich mache mir so Sorgen um mein Dad oder so, ne? Und dann so, 2 Minuten bitte. Wow. Das ist ein Service. Sind Sie vielleicht taub? Sie hat sich wieder ihren Unterlagen gewidmet und sich nicht weiter um uns gekümmert. Ich habe Armin am Ärmel gezogen. Er ist so aufgebracht, dass er kaum ein Wort mehr herausbringt. Oh, er setzt sich für euch beide ein. Lass uns eine Runde drehen, bis er für uns Zeit hat. Sie. Warte, bis die Krankenschwester am Eingang für dich Zeit hat. In die Cafeteria. Allulala, Croissants. Und das in einem Krankenhaus? Ja, doch, kann gut sein. Wenigstens ist die Cafeteria einladend. Das Krankenhaus sieht ja ganz freundlich aus. Ganz anders als diese Frau am Empfang. Furie. Auf jeden Fall. Das ist trotzdem nicht in Ordnung. Wir sollten bei Lysander sein, aber sie legt uns Steine in den Weg. Oh Gott, werden wir jetzt metaphorisch. Wir gehen zurück zu ihr. Und wenn sie uns nicht weiterhelfen will, suchen wir alle Etagen ab. Pech. Und dann einfach so in die Zimmer reinplatzen, weißt du? Wenn wir so gerade so am, ne? Was weiß ich, mal machen sind. Sie steckt immer noch mit ihrer Nase in den Unterlagen. Hey. Die Krankenschwester hat ihn mit einem entrüsteten Blick angesehen. Sprechen Sie etwa mit mir in diesem Ton? Sieht ganz danach aus. Ist ja sonst keiner hier im Empfang. Was mein Freund damit sagen wollte, wir brauchen eigentlich nur eine Zimmernummer. Bitte. Das ist jetzt so Good Cop, Bad Cop. Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass Sie später wiederkommen sollen. Wir haben jetzt locker länger als 2 Minuten gewartet. Sie hat uns eiskalt ignoriert. Das sah gerade richtig aus, als würde so mit den Augen rollen. Komm, wir vertrödeln hier unsere Zeit. Wir sind zum Fahrstuhl gegangen. Aber krass, wo auf die Dame losgegangen wäre. Die Türen des Fahrstuhls haben sich langsam hinter mir geschlossen. Ganz ehrlich, Armin, du hättest ruhig etwas höflicher sein können. Ja, das stimmt allerdings. Also, ja, man kommt nicht immer so weit mit diesem aggressiven Ton, ne? Weil sie etwa so höflich war? Sorry, aber nur weil sie hier arbeitet, hat sie nicht das Recht, sich so raufzuspielen. Da hast du recht. Na egal, wir müssen das Zimmer von Lysander finden. Ja, aber wir müssen vorher noch etwas anderes erledigen. Der Blick? Ah, und das wäre? Er hat sich zu mir geneigt und mich geküsst. Aufzug-Action. Für einen kurzen Moment konnte ich vergessen, wo wir waren. Oh Gott, das ruiniert alles, wie peinlich. Entschuldigen Sie. Ups.
Ich habe gar nicht gemerkt, dass der Fahrstuhl im ersten Stock angehalten hat und sich die Tür geöffnet haben. Oh Gott. Sagen Sie, könnten Sie uns vielleicht weiterhelfen? Vielleicht. Wir würden gerne einen jungen Mann namens Lysander besuchen. Sagt Ihnen der Name was? Stimmt. Haben die hier überhaupt Nachnamen? Ich meine, am Anfang wurde sie ja sagen, wo ist Herr, ne? Aber da wurde sie unterbrochen. Die haben ja gar keine Nachnamen. Oh, stimmt, das fällt mir jetzt auf. Lysander, ja natürlich. Er ist einer meiner Patienten. Perfekt, besser hätte es nicht laufen können. Erinnern Sie sich an seine Zimmernummer? Er ist auf der 3. Etage, Tür links. Es würde ihm gut tun, ein paar Freunde zu sehen. Ich würde sogar sagen, dass es eine therapeutische Wirkung haben kann. Vielen Dank. Das ist eine komische Diagnose. Jetzt müssen wir nur noch in den 3. Stock. Gang? Empfang. Ach so, ist das jetzt automatisch oder... Ja? 3. Etage, Tür links. Hier muss es also sein. Armin und ich haben einen Blick ausgetauscht. Mach dir keinen Kopf. Wir haben ja schließlich einen Hasen. Hat sie etwas vergessen? Wie bitte? Gehören Sie zur Familie? Entschuldigung, ich muss mich im Zimmer gehört haben. Oh, das ist aber schick hier. Oh, kein Problem. Oh, Tür links. Oh, Rosalia. Ah, Nanashi, endlich. Ich werde hier noch ganz verrückt. Was ist denn? Ist etwas Schlimmes passiert? Dir scheint es nicht gut zu gehen, Rosa. Los, lass uns woanders hingehen. Ich brauche etwas Ruhe. So oder so dürfen wir gerade eh nicht in sein Zimmer. Wieso dürfen wir etwa nicht zu ihm? Jetzt ist es soweit. Ich male mir das Schlimmste aus. Vielleicht hat sich sein Zustand verschlechtert. Late und Josen sind gerade bei ihm. Wir sollten ihn nicht überfordern. Aber... Josen? Josiane? Ich sage jetzt mal, sie heißt Josen, okay? Ihr kennt mich ja. Ich bin da eigenwillig. Das ist seine Mutter. Ah, aber im Vornamen genannt. Komm, wir setzen uns in die Cafeteria. Außerdem brauche ich eine Dosis Zucker. Wir können hier warten. Wir sind schließlich für Lysander gekommen, nicht für die Cafeteria. Er ist außer Gefahr, keine Bange. Aber ihr solltet Bescheid wissen, bevor ihr ihn seht. Oh. Okay, du hast gewonnen. Komm, Nanashi. Okay. Oh, schade. Nee. Ah, ach so. Das ist jetzt quasi so, ne? Hier ist, geht's zum Gang und hier geht's wieder zurück zum Empfang, ohne dass man irgendwas drücken muss. Ja, dadurch hätten die einen auch noch Punkte abziehen können. So klar, ne? Cafeteria, genau. Wir haben uns an einen Tisch gesetzt. Also, wo soll ich anfangen? Ich habe noch keine unterschiedlichen Mädchenstimmen irgendwie. Ich versuche halt irgendwie die Stimmen neu anzuordnen und außer Viola oder Kim oder sowas habe ich jetzt keine präzisen Stimmen für die Mädchen gefühlt. Ich will, dass man das unterscheiden kann. Ich höre momentan ganz viele Hörbücher, wo die das so toll können und dann will ich das auch können. Entschuldigung, das war jetzt Ablenkung. Sie hat die Augen geschlossen, um ihre Gedanken zu ordnen. Rosa? Rück endlich mit der Sprache raus. Was ist denn heute so aggressiv? Sekunde, ich sammle mich. Okay. Nach dem Unfall, der durch diesen Idioten von Autofahrer verursacht wurde, er ist auf die Straße gerannt, und der sich danach direkt aus dem Staub gemacht hat. Oh, echt? Ich dachte, er hätte gehalten. Ich dachte, er hätte gebremst und wäre dann halt noch, ne? Irgendwie in ihn reingerast, aber nicht weggefahren. Sie hat sich unterbrochen, um nicht die Fassung zu verlieren. Diese Fahrerflucht hat mich auch unheimlich geschockt. Wie kann man jemanden am Boden liegen sehen und ihm nicht helfen? Solche Menschen sind einfach abscheulich. Das ist echt krank. Naja, und deswegen hat Lysander, was die Mediziner ein mittelschweres Schädel-Hirntrauma nennen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis er aufgewacht ist. Es wussten zwar noch nicht viele, aber sein Vater ist sehr krank. Und wenn man diese Sorgen dazu zählt... Was will sie denn damit sagen? Sein Vater? Oh Mann, seine Familie hat's gerade echt nicht leicht.
Es hat noch nie jemand erzählt, aber es steht sehr schlecht um ihn. Und das hat Lysander natürlich unheimlich mitgenommen. Auch wenn es Armin vielleicht an Taktgefühl mangelt, recht hat er. Für Lysander und seine Familie ist es gerade eine sehr schwierige Zeit. Und das ist alles ziemlich viel auf einmal. Aber Rosa, was hat die Krankheit von seinem Vater mit seinem Zustand zu tun? Ich war gerade da. Im Großen und Ganzen meinen die Ärzte, dass sein Zustand auf diese beiden Traumata zurückzuführen ist. Und auf den Unfall. Und auf die Sorge um seinen Vater. Und weil das alles sehr viel auf einmal... Rosa... Er hat sein Gedächtnis verloren. Oder zumindest teilweise. Ach du Scheiße. Was? Oh Gott. Er hat sein Gedächtnis verloren. Oh Gott, jetzt kommen wir auch so ein bisschen in die Tränen. Das darf nicht wahr sein. Leider doch. Das ist ja vollkommen irre. Boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also so richtig? Also was heißt denn jetzt teilweise? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mit so etwas habe ich nie im Leben gerechnet. Aber die Ärzte geben sich ganz optimistisch. Er wird sich sicherlich nach und nach erinnern. Nun weiß man nicht, wie lange das dauern wird. Woran erinnert er sich denn überhaupt? Ich weiß es nicht genau. Ich habe heute Morgen noch nicht viel mit ihm gesprochen. Er schien froh darüber, mich zu sehen. Aber ich glaube, er hat einige der neuesten Ereignisse vergessen. Ich brauche eine Pause. Ich hole mir ein Brötchen. Ich kann kaum noch gerade stehen. Im Normalfall hätte ich sie darauf hingewiesen, dass sie bereits sitzt. Oh. Aber stattdessen nicke ich nur Gedanken verloren mit dem Kopf. Lysander wird sich sicher nicht an mich erinnern. Wir haben uns noch nie wirklich miteinander unterhalten. Er wird mich bestimmt aus dem Gedächtnis radiert haben. Sag sowas nicht. Das ist eine gruselige Vorstellung. Rosa ist bald mit ihrem Brötchen zurückgekommen und wir haben uns entschieden, direkt gemeinsam zu Lysanders Zimmer zu gehen. Okay. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit auch einen ähnlichen familiären Fall davon. Ach du Scheiße, sehen die mitgenommen aus. Wo jemand kurzzeitig sein Gedächtnis verloren hat, aber danach war wieder alles okay. Also das war so eine, wie hieß das? Eine Kurzzeitamnesie. Mann, ich musste den Fachbegriff, verdammt. Naja, jedenfalls ist das wieder gut geworden. Also so wirklich. Vielleicht wird es ja hier auch wieder gut. Ihr seid, also wer sagt das jetzt? Wahrscheinlich sprechen die gerade gleich so kaputt, wie die aussehen. Ihr seid alle extra für meinen Lysander gekommen. Das ist ja lieb von euch. Na, das ist wohl die Oma. Rosa ist auf... Obwohl Oma... Warte, nein, Mutter. Nee, bestimmt Oma. Rosa ist auf Late zugegangen, um ihn in den Arm zu nehmen. Und, gibt's was Neues? Er scheint ganz ruhig zu sein. Die Ärzte haben gesagt, wir sollten ihn möglichst nicht überfordern. Was soll das heißen? Der Arzt ist noch bei ihm im Zimmer. Er wird euch mehr dazu sagen können als ich. Sehr gut, lass uns gehen. Im selben Augenblick ist jemand aus Lysanders Zimmer gekommen. Verdammt, es sagte bestimmt, ihr dürft nicht rein und vorher hätten wir einfach jetzt reinspazieren können. Ah, wie ich sehe, scheint Lysander viele Freunde zu haben. Ach so, ja, also dann hätte er uns ja vorher schon warnen können, stimmt. Den kennen wir. Können wir zu ihm? Natürlich. Aber bitte nur zwei Personen gleichzeitig. Er braucht wirklich Ruhe. Gibt es noch andere Dinge zu beachten? Überfordert ihn bitte nicht. Alles zu seiner Zeit. Es ist alles andere, als einfach mit einer Amnesie umzugehen. Auch wenn sie nur vorübergehend ist. Und berichtet ihm vor allem nichts, was ihn aufbringen oder verunsichern könnte. Er hat für den Moment genug durchgemacht. Okay, dann brauchen wir gar nicht erst von seinem Vater zu sprechen. Ja, natürlich. Wollen wir, Nanashi? Ja, lass uns gehen. Okay. Ach so, Zimmer 2. Ja, oh. Ja, das sind echt keine ernsten Verletzungen, oder? Noch nicht mal ein Gips oder so. Oder er hat es darunter versteckt. Ist ja dieselbe Pose wie immer, ne? Da ist er endlich. Er hat uns neugierig angesehen, als wir das Zimmer betraten. Oh Gott, ich hoffe, er kennt uns.
ihn und seine Verletzungen zu sehen, bricht mir das Herz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was soll man zu jemandem sagen, der sein Gedächtnis verloren hat? Hallo, Lysander. Bei dem heftigen Unfall habe ich Schlimmeres erwartet. Du bist echt ein Warrior. Ein echter Warrior, okay. Okay, noch keine Antwort. Hier, das haben wir dir mitgebracht. Ich weiß aber nicht, ob es dir gefällt. Ich habe den Stoffhasen auf den Sessel gesetzt. Danke, aber wer bist du? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Wir kennen uns ja noch nicht so lange, ne? Aber... Puh. Wir kennen jetzt schon seit der, weiß ich, seit der 4. Episode oder so, ne? Was vergisst er uns? Oh. Autsch. Vielleicht erinnert er sich nur seine nächsten Angehörigen, auch wenn es wehtut. Ich bin's, Nanashi. Erinnerst du dich nicht? Er schüttelte langsam mit dem Kopf. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, wir stehen uns nicht wirklich nahe, aber trotzdem, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Die Ärzte haben mich zwar vorgewarnt, dass so etwas vorkommen kann, aber es ist wirklich schwer, damit umzugehen. Das glaube ich dir gern. Du und ich haben nicht super viele Gemeinsamkeiten, deswegen kann ich es schon irgendwie verstehen. Aber trotzdem, ist ganz schön krass, dass man wirklich andere Leute vergessen kann. Jetzt wirf ihr nichts vor hier. Danke für den Beistand, Armin. Uff, sorry. Ich wollte es auch ironischer lesen. Sorry. Ja, du hast recht. Wie heißt du nochmal? Armin. Armin und Nanashi, oder? Ja. Ich sollte ihnen auf die Sprünge helfen. Wir sind Freunde. Wir sind Klassenkameraden. Du warst in schwierigen Zeiten für mich da. Was? War er das? Habe ich das mitbekommen? Ich kann das nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Ach so, wir beide. Ich dachte jetzt, ich und Armin. Und das letzte hat mich jetzt so aus dem Konzept gebracht. Aber so. Ach so, wir beide. Ehrlich, na. Ah, verdammt! Kann ich nicht nochmal zurück? Nee, das geht nicht. Manu? Aha, ich habe mich jetzt gewundert, wie hat sie das gemacht? Und was? Auf dem Bildschirm zu drücken? Ich habe Tasten an der Maus. Okay. Entschuldigung, das habe ich... Ich habe es falsch verstanden. Es ist wirklich fürchterlich, sich nicht an seine eigenen Freunde zu erinnern. Oh, da habe ich wohl zu viel gesagt. Oh nein! Jetzt ist er noch mehr verwirrt. Scheiße! Oh Gott, es tut mir leid. I'm so sorry. Und glaubt ihr, dass Rosalia schon weg ist? Oh nein, ich könnte mir vorstellen, dass sie den Tag hier mit Late verbringt. Das ist wirklich lieb von ihr. Scheinbar ist ihm unsere Anwesenheit hier nicht überaus wichtig. Möchtest du, dass wir ihnen sagen, dass sie zurückkommen sollen? Wir könnten doch in der Zwischenzeit einen Kaffee trinken. Kaffee. Wenn du willst. Lysander hat zugestimmt, aber wirkte abgelenkt. Es scheint etwas zu geben, das ihn beschäftigt. Oh, das ist ein süßer Hase. Das sieht aus wie dieser Felix-Hase. Kennt ihr den? Schnapp ein bisschen frische Luft. Das hat ja nicht gerade lang gedauert. Ja, wir müssen die Situation erstmal einmal verarbeiten. Ah, okay. Wir gehen ein bisschen frische Luft schnappen. Sehen wir uns danach? Alles klar. Aber so schlimm ist die Situation jetzt ja gar nicht mal, weil man ja bisher noch davon ausgeht, dass wirklich alles wieder gut wird, ne? Ich muss die Gedanken in meinen Kopf ordnen. Ich würde gerne kurz nach draußen gehen. Ich gebe zu, das würde selbst mir gut tun. Willst du irgendwas aus der Cafeteria? Ich hätte gern einen Kaffee, wenn es dir nichts ausmacht. Ich darf mich von meinen Gefühlen nicht überwältigen lassen. Alles klar, ich komme gleich nach. Und warum lässt du dich nicht überwältigen lassen? Das tut doch gut, alles rauszulassen. Immer muss man stark sein. Das ist so schwierig. Okay, dann
Ja, heißt es jetzt schon wieder Partende und wir gucken dann im nächsten Part mal weiter, wie... Ja, es tut mir leid, dass ich diese Entscheidung von Marcel da habe. Ich wette, das hat jetzt schon das Bild versaut. Ich kenne das Spiel doch. Das mag mich nicht, das Spiel. Ich mag das Spiel, aber das Spiel mag mich nicht. Das ist so gemein. Okay. Dann bis zum nächsten Part. Und ich wollte nochmal dran erinnern, es ist zwar nicht passiert oder sowas, aber nicht spoilern, ne? Also es sind ja viele Leute schneller als ich, also, ne? Muss aber nicht sein, dass man jetzt, wenn man mal lange hat und durch die Kommentare scrollt, ne, dass man dann direkt schon den Spaß an der Überraschung genommen bekommt, okay? Nur so nebenbei jetzt. Nichts Vorwerfendes. Alles klar. Dann bis zum nächsten Part. Bye, bye. Ach ja, bis denne und tüdelü. Das war's, ja, genau.